Alles im Leben ist Energie. Alles, alles im Leben schwingt. Schwingung ist die Bewegungsform der Energie. Die Essenz manifestiert sich durch die Anmut der Bewegung in verschiedenen Formen. Alles ist mit allem anderen verbunden. Alles. Nichts ist unverbunden oder getrennt, das bilden wir uns lediglich ein. Unverbundenheit und Trennung sind unmöglich. Die Gesamtheit von allem ist eine enorme, unvorstellbar große Matrix. Diese Matrix schwingt an verschiedenen Stellen mit unterschiedlichen Frequenzen. Wir können diese Unterschiede als lokale Störungen des Energiefelds bezeichnen. Denken wir an einen Stein, der in den Teich geworfen wird. Sie sind auch solch eine lokale Störung. Desgleichen Ihre Gedanken, Ihre Worte, Ihre Aktionen. Worte schwingen, Gedanken schwingen, Aktionen schwingen. Worte sind ja im Grunde einfach Geräusche mit einem bestimmten Schwingungsmuster. Gedanken sind weniger dicht und deshalb von anderer Frequenz. Aktionen sind dichter und deshalb ebenfalls von eigener Schwingungsfrequenz. Schöpfung besteht nun einfach in der Einstimmung auf die Frequenz von etwas, das in der Gesamtmatrix bereits existiert und durch die Einstimmung oder Abstimmung in ihre Richtung gezogen wird. Eigentlich erschaffen sie also nicht wirklich etwas, sondern stimmen sich nur auf bereits Geschaffenes ab, wodurch sie es gleichsam magnetisch anziehen. Anziehung besteht demnach einfach in einem Abgleich ihrer eigenen Energie mit der Energie dessen, was sie möchten. Noch einmal, sie erschaffen nichts, sie holen nur bereits Geschaffenes in ihren Erfahrungsraum. Sie ziehen es heran, sie rufen es durch energetischen Abgleich aus dem Feld der unendlichen Möglichkeiten hervor. Alles, was sie denken, sagen und tun, erzeugt Energie. Und damit ihre Realität. Ihre Realität ist nämlich nichts anderes als die Gesamtheit ihrer Energien und der von ihnen angezogenen Energien. Deshalb ist der Mechanismus der Manifestation nichts weiter als energetischer Abgleich. Schwingung wird so abgestimmt, dass sie mit dem Aspekt der universalen Energie in Resonanz tritt, den sie in ihrem Leben haben möchten. Mit dem Wort Realität meinen wir das, was hier und jetzt erfahren wird. Und das ist ja das Einzige, was überhaupt erfahren werden kann. Das Gestern können Sie nicht erfahren, nur erinnern. Sie können auch das Morgen nicht erfahren, nur vorhersehen. Das Einzige, was Sie je erfahren können, ist das Hier und Jetzt. Nichts ist wahrhaft wirklich, es ist nur insofern real, als Sie es erfahren. Man könnte auch sagen, dass Sie es real machen, indem Sie es erfahren. Erfahrung hat aber mit Resonanz zu tun. Es geht um die Energien der Essenz, die sie hier und jetzt an sich und durch sich hindurchziehen. Wir nennen das Schöpfung. Schöpfung ist Resonanz. Wenn Sie eine Idee zu irgendetwas haben oder etwas visualisieren, wie es bei Erfindern häufig der Fall ist, tun Sie eigentlich nichts anderes, als es sich so in Erinnerung zu rufen, wie es bereits existiert. Wenn es nicht existieren würde, könnten Sie gar nicht erst daran denken. Denken ist demnach im Grunde so etwas wie ein Wiederauffinden, eine Art Datenrückgewinnung aus dem ewigen kollektiven Bewusstsein. Wir können es auch als spontane Resonanz einer lokalen, individualisierten Ausprägung des Göttlichen mit einem Aspekt der universalen Göttlichkeit betrachten. Es ist der Abgleich eines Teils des Ganzen mit der Gesamtheit des Ganzen. Deshalb sind Intention und Ausrichtung so entscheidend wichtig für den schöpferischen Prozess oder Prozess der Rückgewinnung. Intentionales Denken und tiefes Fühlen schaffen die Dinge nicht, die wir uns wünschen, sondern bergen, was schon da ist. Dazu kommt es plötzlich und unverhofft. Auf einmal haben wir etwas realisiert, real gemacht, was immer da war. Ich nenne dieses plötzliche Erinnern gern spirituelle Entdeckung. Entdeckung besagt ja, dass etwas neu aufgefundenes bereits da war. Naturwissenschaftliche Entdeckungen decken ebenfalls nur etwas auf, was schon da war, nur eben noch nicht gesehen werden konnte. Spirituelle oder metaphysische Entdeckung lässt etwas im Übernatürlichen oder eben in Gott latent Vorhandenes manifest werden.
Für diesen Vorgang ist unser Fühlen von besonderer Kraft. Es verdichtet Energien zu resonanten Wellenmustern. Wenn Sie etwas manifestieren wollen, dann denken Sie also nicht nur daran, sondern fühlen es. Fühlen Sie, wie es wäre, es zu haben. Versetzen Sie sich in die Erfahrung und fühlen Sie, wie das ist. Ihr Fühlen besorgt die Feinabstimmung des morphischen Feldes, in das Sie eingebettet sind und das Sie gleichsam auffüllen, wenn Sie Energie aussenden, was Sie in jedem Augenblick tun. Mit dem Fühlen identifizieren und verstärken wir die Energie, von der wir gern mehr hätten, und so kommen wir in Resonanz mit ihr. Je deutlicher uns bewusst wird, wie der Mechanismus der Manifestation wirkt, desto leichter werden wir das manifestieren können, was wir möchten. Und das gilt nicht nur für physische Dinge und Erfahrungen, sondern auch für Nichtkörperliches wie Gefühle und Bewusstsein. So können wir nicht nur Geld manifestieren, sondern auch das, was man rechten Lebensunterhalt nennt. Nicht nur einen Gefährten, eine Gefährtin, sondern auch die Erfahrung der Liebe. Nicht nur handfeste Problemlösungen, sondern auch das, was Weisheit genannt wird. Wir manifestieren Vergebung, Mitgefühl, Verständnis, Freude, Glück und Frieden. Friede auf Erden und Wohlwollen gegenüber allen Menschen überall. Endlich.